Um Frau Czerny für ihr missglücktes Rendezvous zu entschädigen, hat Peter Treichl unterwegs Sekt gekauft. Frau Czerny, ist der Herr Treichl ein besserer Gastgeber als der Herr Zandt? Okay. Hallo. Ja. Ist er ein besserer Gastgeber? Wer? Der Herr Treichl. Das kann man laut sagen. Fühlt man sich da wohler sozusagen als beim Herrn Dr. Zandt? Ich kann mit ihm lachen, er lässt mich zurückreden. Und ich darf was trinken, Coca-Cola und so. Ne? Ja, also. Das heißt, der Herr Treichl war der ideale Partner dann sozusagen. Ja, er müsste halt nur 20 Jahre älter sein. 20 Jahre jünger, 20 Jahre jünger, und oder? Und keinen Sex wollen, hat der Herr Konsul. Es kommt darauf an, auf die Menge des Alkohols. Ah, der Herr Konsul hat das gesagt. Der Herr Konsul hat gesagt, keinen Sekt. Aber wie spät haben wir es denn? Aber man kann es immer das eine miteinander verbinden. Aber sprechen und nur immer eher. Wir fahren zum nächsten Heiligen. Als dann. Prost. Während Petra Höckner den Kunden betreut, macht sich Peter Treichl auf, um in einem Lokal die weitere Partnersuche mit Frau Czerny zu besprechen. Petra besucht einen erfolgreich vermittelten Kunden, um zu sehen, wie es ihm mit seiner neuen Beziehung geht. Die Agentur von Peter Treichl führt regelmäßig solche Nachbetreuungen durch. Grüß Sie. Grüß Gott. Hallo, grüß dich. Ah, da ist ein Backerl liegt da. Bitte? Ein Backerl liegt da. Ein Backerl? Soll ich Sie denn bringen? Oder? Wie lange haben Sie den Herrn betreut? Den Herrn Banko, das ist relativ schnell gegangen. Ich glaube, nach ein paar Monaten. Oder ich glaube, einer der ersten Vorschläge sogar war die Dame. Ja? Oder? Schön, was die Post alles bringt. Die Dame war bei den ersten Partnervorschlägen dabei. Und jetzt werden wir mal fragen, wie das vor sich gegangen ist und ob das gleich beim ersten Treffen eingeschlagen hat oder gefunkt. Oder wie kann man es vorstellen, weil sie eine sehr attraktive Frau ist. Sieht ja da. Kommt sie aus der Gegend auf? Sie ist nicht aus der Gegend, aber sie pendeln hin und her. Sie haben so eine Beziehung, habe ich gehört, dass sie ein paar Tage dort sind und ein paar Tage da sind. Und dass sie nicht nur zusammenpicken, ja, sondern so, dass sie das abwechselnd machen, was meistens eine Seniorenvermittlung gemacht wird. Dass man drei Tage dort ist, dass man alles aufgibt. Genau. Weil es ja dann auch schwierig ist, weil wenn jemand verstirbt, kann ja Möglichkeit sein, würde der andere dann auf der Straße sitzen mit einem gewissen Alter. Und das geht ja nicht. Weil meistens gibt es ja Schenkungen oder Sonstiges, dass man den Kindern das schon weitergegeben hat. Und der neue Partner wird ja dann doch nicht so gern gesehen, wenn der dann alleine in dem Haus sitzen würde. Und das muss man alles denken. Natürlich. Und das befragt man dann auch. Wie schaut es aus, wie ortsgebunden ist man? Ja. Gibt es eine Möglichkeit, dass man da bleiben könnte, ja, wenn was wäre? Oder macht man es eben so drei Tage dort, drei Tage da, und das wird eben meistens dann so gemacht. Wie war das damals? Das war der erste Partnervorschlag, glaube ich, oder bei den ersten Partnervorschlägen naja, dabei? Also ich habe sechs bekommen. Genau. Ja. Dabei habe ich eigentlich alle sechs sozusagen durchprobiert, wenn ich den Ausdruck verwenden kann. Und ich muss eigentlich sagen, dass die Frau Karapatschek mich am ehesten angesprochen hat. Ja. Sie ist auch in dieser Beschreibung irgendwie eine Spur hervorgehoben worden. Ja. Also sehr aufgeschlossen und hat einen guten Beruf gehabt. Und naja, es hat alles zusammengepasst. Ja. Obwohl Petra viele Termine mit Männern alleine absolviert, ist sie noch nie in eine unangenehme Situation gekommen. Wiedersehen. Grundsätzlich gibt es natürlich, dass man das ein oder andere Kompliment bekommt. Ja. Aber negative Dinge, dass jemand Hand, also Übergriffe oder so, hat es bei mir noch nie gegeben. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man mit demjenigen auch umgeht. Und man muss wahrscheinlich auch die Grenze setzen, und das kann man verbal. Und es kommt immer, ich glaube, es gibt ein Täter-Opfer-Verhalten. Ich bin kein Opfer und mir ist es noch nie passiert. Und ich hätte, glaube ich, auch so ein Gefühl, wenn ich mir denke, das ist jetzt unangenehm, dann würde ich ja schauen, dass ich relativ schnell, sag ich jetzt mal, diesen Ort verlassen würde. Wobei natürlich auch jede Kundschaft weiß oder jeden Neukunden, dass die Adresse aufliegt. Jeder weiß in der Zentrale, wo ich mich befinde. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil für mich. Aber Sie haben schon mal gehört, dass das woanders passiert ist. Es hat einmal einen Fall gegeben, ja, vor 15 Jahren in Kärnten. Und da war eine Dame bei einem Herrn, und der
glaube ich. Also da ist Schlimmeres passiert. Was ist da passiert? Die ist da, also die ist vergewaltigt worden, glaube ich. Von älteren Herren? Von den älteren Herren, ja. Wobei, ich glaube, ne, so alt war der nicht, aber die ist dann aus dem Fenster rausgesprungen anscheinend. Petra stößt in einem Lokal zu Peter und Frau Czerny. Die beiden haben in der Zwischenzeit zwei Flaschen Wein geleert. Tut sie da gut verschlemmen? Ja. Du lasst es uns gut gehen. Ich dachte, ihr seid beim Heurigen. Ja, das hätte man ja gern. Es gibt keinen Heurigen, so ohne Heurigen. Nein, der macht erst ab 16 auf, aber jetzt lassen wir es uns ein bisschen gut gehen. Er wäre, wenn er 20 Jahre älter wäre, mein Traummann, ja. Ich bin älter. Wer ist 20 Jahre? Wer weiß? Nein. Wer weiß, was ein 20 Jahre ist? Na, da müsste ich 20 Jahre jünger sein. Die Partnervermittler halten immer nach potenziellen neuen Kunden Ausschau. Während Peter Treichl mit Frau Czerny weiter ist, versucht seine Geschäftspartnerin, neue Kunden zu ködern. Hallo, ich bin's. Also mein Name ist Petra Höckner. Ich bin von einer Partnervermittlung. Also wir vermitteln Senioren, Damen mit Herren, die ernsthaft suchen. Und jetzt wollte ich Sie einzeln fragen, seid ihr, ist jemand von euch Single oder sucht jemand einen Partner? Nein. Seid ihr alle verheiratet? Ja. Ja. Okay. Gut, weil grundsätzlich ist es so, dass man hin und wieder auch. Bitte? Eure Männer auch. Eure Männer auch. Nein, das sind ja sehr fesche, attraktive Damen. Also ihr seid alle glücklich verheiratet. Ja. Genau, schön. Das ist ja das Schönste, was mir jetzt passt, oder? Was ich sich vorstellen kann. Genau, wenn das so klappt. Ne? Ja, das klappt ja nicht immer. Es ist ja doch immer schwierig, auch im Alter, wenn man dann alleine wäre und dann wieder von vorne anfangen muss. Gell? Ist nicht so einfach. Das ist schön. In der heutigen Zeit. Ja. Jeder stellt sich was vor, gell? Das gibt's aber nicht. Haben Sie schon mal eine Partnerschaftsvermittlung in Anspruch genommen im Laufe Ihres Lebens? Nein, noch nie. Ich bin schon 45 Jahre am selben Platz. Wir sind nur schon 40 Jahre verheiratet. Immer mit denselben Partnern. Tut es nicht ändern? Nein, da brauchen wir nichts ändern. Würden Sie, wenn Sie verwitwet wären, würden Sie sich dann wieder einen neuen Partner suchen? Könnten Sie sich das jetzt so vorstellen, wenn irgendwas passiert? Oder würden Sie sich jetzt denken, dass Sie alleine bleiben? Ich glaube, ich schwer zu sagen. Nein. Glaubst du, dass Sie alleine bleiben? Wenn wir haben, der kommt, wenn wir so einen Partner kriegen, wir nicht mehr. Das haben zu mir schon viel gesagt. Ja. Das haben sie sehr viel gesagt. Das stimmt nicht immer. Also wir haben schon sehr viele Menschen vermittelt, wo wirklich dann das so war, dass sie gesagt haben, ich war gut verheiratet, es hat alles gut gepasst. Ja, aber jetzt sage ich Ihnen etwas, den ich jetzt habe, ja, mit dem funktioniert so wunderbar. Und so, der ist so großartig, ja, und ich hätte mir das nie vorstellen können, aber ich sage es nur Ihnen. Ja, also das gibt es schon. Ja. Es gibt schon. Aber es ist immer so, man kann es sich wahrscheinlich grundsätzlich nicht vorstellen, aber wenn man dann ein, zwei Jahre alleine ist, dann wünscht man sich es wahrscheinlich schon wieder. Ja. Na, ihr seid es ja nicht gewohnt, alleine zu sein, grundsätzlich. Ja, genau. Dann wünsche ich den Damen noch einen schönen Nachmittag. Danke schön. Lass es euch schmecken. Schaut lecker aus. Ja. Dankeschön. Danke. Das hören wir immer wieder, aber es ist dann trotzdem so, wie ich gerade gesagt habe, auch die Enkelkinder werden größer. Enkel sind groß, dann schenken sie auch da. Sind sie 70 und 80 und umso schwerer genau. Wird es. Es kommen so viele Leute zu uns, ich habe mich um meine Kindeskinder gekümmert, da sind die außer Haus und jetzt bin ich wieder allein. Und jetzt schau auf mich. Es ist die Familie. Dann sind auch so schwierig. Und die Kinder sind dann auch oft dagegen, oder? Dass ja, haben wir auch. Wir. Das ist ein ewiges Thema. Was passiert denn dann da? Ich sag immer, gestritten haben wir schon. Ja. Ich bin schon mit Kindern am Tisch gesetzt. Gestern eine ganz nette 76-jährige Frau in Salzburg aufgenommen. Und ich habe gesagt, die hat 6 Kinder, 10 Enkel. Ich sage, bitte erzählen Sie nichts den Kindern und den Enkel. Weil die wollen ja gar nicht. Die wollen ja gar nicht. Dass auch die Oma, die Urgroßmutter keine Zeit mehr für sie hat. Ich sag mal, Geld, es bringt mir auf den Punkt, kein Geld mehr hat, ja, weil die Oma jetzt ein Geld ausgibt, dass sie sich einen Mann sucht. Und wir bieten im Endeffekt eine Dienstleistung an und ist halt irgendwie mit Kosten verbunden. Ich war bei einem Kunden zum Beispiel, ja, und da ist die Tochter dann gekommen und die hat gesagt, nein, und wer sind Sie? Und ich hab's dann aufgeklärt, weil es bringt ja nichts, irgendetwas anderes zu sagen. Nein, und mein Vater, der darf doch keine Partnerin mehr haben. Und wie stellen Sie sich das vor? Und sage, na, er hat sich ja bei uns gemeldet.
Und ihr Vater ist ja nicht Sachwalter, wie auch immer. Genau, wir haben ihn nicht gezwungen. Und er wird ja selbst wissen, was für ihn gut ist. Ja. Und da ist wirklich gestritten worden. Der Vater hat dann mit ihr gestritten. Ja. Er hat es dann rausgeschmissen. Aber es war natürlich eine sehr unmögliche Situation. Ja. Aber solche Dinge gibt es. Obwohl es für Frau Czerny mit ihren bisherigen Bekanntschaften nicht geklappt hat, hat Peter Treichler es geschafft. Frau Czerny ist glücklich. Zum Wohl. Vielleicht mit dem Cola anrufen. 4 Stunden später haben Peter Treichli und seine Geschäftspartnerin einen weiteren Termin. Ein Paar, das die beiden erfolgreich vermittelt hat, hat sie zu sich nach Hause eingeladen. Die Partnervermittler nehmen solche Einladungen gerne an. Wo haben Sie die Frau Czerny lassen? Die Frau Czerny haben wir zu Hause abgeliefert, ist glücklich und so weiter. Das passt sehr gut, ja. Aber Partner wurde ja noch keiner gefunden für Sie. Partner? Na, no, schon indirekt. Schon gestanden. Sie hat einen kennengelernt. Hallo. Sie hat einen kennengelernt, der ist sehr gut gefällt und taugt. Aber es gibt Leute, die treffen sie, der macht zack. Und, wobei sie eher der Typ wäre, vom Gefühl her, wo sie auch, ich habe das ja selber gesehen, wo man sich denkt, das klappt sehr schnell. Aber ich glaube, Petra, sie will sich Zeit lassen, oder? Das war Czerny. Ja. Lässt sich Zeit ein bisschen. Ja, sie hat einen anderen Herrn auch noch kennengelernt. Ja. Und sie wird auch mehrere kennenlernen. Aber ich glaube, dass bei ihr relativ schnell klappt. Es handelt sich um ein spezielles Paar. Der 80-jährige Mann konnte nach dem Tod seiner Frau nicht mehr alleine sein und wandte sich an die Agentur. Innerhalb kürzester Zeit war er glücklich vermittelt. Dass ihr mitkommen darf. Dass ihr mitkommt, gell? Ja. Das freut mich. Das freut mich, ja, sehr schön. Das finde ich auch nett. Ihr wart beide zusammen das erste Rendezvous. Nein, ich hab schon. Der Böckstein war ein bisschen länger. Ja, bei mir, ja, gell? Ja. Aber für Sie war das erste Rande? Wie war das erste Rande? Erste Rande, ja. Ist doch schön. Das ist immer das, was ich sage. Es kann einmal der erste, zweite passen. Es kann im ersten Monat sein. Vielleicht muss man 5, 10, 15 kennenlernen. Ich habe in dem Gespräch gesagt, dass Sie haben ja auch erwähnt, man soll ja nicht gleich. Geduld? Ja, Geduld. Man soll sich ein paar anschauen und nicht der kleine Schweizerhaus kommt sonst. Aber das hat für mich irgendwie. Wir haben so viel gemeinsam gehabt von ersten Tag an. Ich habe dasselbe Fernsehprogramm die ganze Woche wie er. Dann macht er am Abend den Schimmelkäse. Sag ich, wieso isst du jetzt so gern den Schimmelkäse? Ich isse ja auch gern. So sind dauernd so Sachen aufgetaucht. So Kleinigkeiten. Ja, so Kleinigkeiten. Es hängt auch oft an den Kleinigkeiten eben. Das glaubt man gar nicht. Und ich hab, am Anfang war das überhaupt stark. Jetzt ist es schon automatisch geworden. Ich habe schon gewusst, was er sagen will. Ja. Er hat es gar nicht sagen brauchen. Ich habe das schon gewusst. Mhm. Das ist so eine Harmonie dann schon. Ja. Und ich muss sagen, ich bin mit ihm so richtig gepolt. Prost, freut mich sehr. Prost. Wir kennen uns nicht. Prost. Prost. Alles Gute, alles Gute. Danke, danke. Alles Gute. Prost. Alles Gute. Prost. Alles Gute. Ich will jetzt nicht sagen, bis der Tod entscheidet. Gell? Wir leben, wir haben ein sehr schweres Leben. Wirklich. Bis es soweit ist, so wie ich jetzt da sitze, ist für uns oft sehr, 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 sehr schwer. Ja, weil wir hören meistens die Leute, was nicht passt. Die Nerven quälen uns, kann man das so sagen. Vor der Kamera quälen. Schon. Sie sind sehr hart mit uns. Sie schreien mit uns. Ja, sie kommen oft zu uns und glauben dann, dass sie einen Partner gekauft haben. Wir sagen, das geht nicht. Wir stellen einfach Kontakte her zwischen Gleichgesinnten. Und es kann einmal der erste, zweite sein. Vielleicht musst du 10 kennenlernen. Aber dann, wir waren jetzt schon bei ein paar Erfolgsbergen. Wenn es passt, ist es das Schönste für euch, oder? Ja. Aber auch für uns. Es gibt eine Person, da dauert so halb, dreiviertel Jahr. Es kommt aber nicht auf die jeweilige Person drauf an, sondern natürlich, dass wir im Partnerpool halt genau den richtigen Herrn oder Dame rausfiltern, ja, für denjenigen dann. Und es ist oft so, dass man selbst oft denkt, naja, um Gottes Willen, hoffentlich geht das gut. Und genau dann ist es so, dass bei den beiden passt. Also die Sympathie ist eins der wichtigsten Dinge zwischen den beiden. Und da können Raster, sage ich mal, vom Profil her hundertprozentig zueinander passen. Aber wenn das Gefühl beider, also jetzt von der, man muss den riechen können, man muss ja den sympathisch finden. Und wenn man den nicht sympathisch findet, dann funktioniert es einfach nicht. Dann können gewisse Dinge noch so gut passen. Dann geht es einfach nicht. Ja.
Jetzt schalt einmal das Handy aus, jetzt lass einmal die Arbeit. Ich muss ja anrufen. Nein, es ist, wie spät ist denn? 10? Ja, aber du weißt doch, dass ich... Nein, nichts, ruf mal morgen an. Nein, die warten um auf uns jetzt. Wir haben Geburtstagsparty. Nein, bitte lass das jetzt. Einmal, bitte, einmal können wir... Ich muss kurz die warten oben. Wir sind 3 Stunden zu spät dran. Herr Treichl, wann kann man sagen, jetzt in Ihrem Beruf gibt es Freizeit oder Pause? Nein, nie, anscheinend nie. Ja, wir können nicht um 8 oder 10 anrufen. Wenn ich im Auto sitze und sag mal, am Samstag auf die Nacht von Wien nach Salzburg fahre, um 9 von 9 bis 12 kann man mich anrufen. Aber heute haben wir, was ist heute Dienstag? Es ist 10, wir haben eine Geburtstagsparty, wir sind 3 Stunden zu spät, die ganzen Leute warten auf uns und irgendwann... Ja, finde ich toll, dass das erste Treffen super war, perfekt. Ja. Kann man eigentlich den Beruf irgendwie abschalten auch? Ja, oder Sie können mir immer... alles gerne, nein, erzählen. Und, nein, für mich ist es sehr schwer. Die Petra kann das zwar gut, die kann das zwar sehr gut, die kann sehr gut zwischen Geschäft und Privat trennen, aber ist aber ein bisschen schwer, gell? Ja, weißt du, es ist so, wenn die Erfolgsmeldungen haben, dann müssen sie es gleich erzählen. Ja, und wir haben heute 3, 4, 5 Erfolgsbedingungen gehabt. Also, ja, aber Sie haben es jetzt gehabt. Ich möchte da aufgehen, ich möchte lustig haben und einfach meinen Spaß irgendwann einmal haben. Jetzt irgendwann für mich, ja, nach einer 7-Tage-Woche, ich habe mich frisch umgezogen, schon her und so weiter, für die Party da. Also ich möchte so, jetzt ist aus. Bitte schalt das Handy aus, Anruf beantwortet ein und wir haben 10, 10:30 in der Nacht. Was? Petra, wir haben 10 in der Nacht, 10:30, oder? Wie spät ist es? 10. Ja, bitte, aus. Open End, irgendwann ist es mal aus, okay? Gut. Besonders am Wochenende neigen einsame Herzen dazu, spätabends zum Telefonhörer zu greifen. Peter Treichl möchte aber einfach nur mit seinem besten Freund feiern. Peter Treichl ist ein Schlagerfan. Er und seine Freunde verbringen ihre spärliche Freizeit mit dem Singen ihrer Lieblingslieder auf diversen Partys. Heute feiert die Ehefrau des Gastgebers Geburtstag. Happy birthday, dear Nathan. Happy birthday to you. Obwohl Peter Treichl auf einer Party ist, nimmt er noch immer Anrufe entgegen. Alleinstehende, die so spät noch anrufen, erhoffen sich meist sofort eine Telefonnummer zu erhalten. Nein, es ist ja 23 Uhr, ja. Ja, von wo sind Sie? Helmutsöd. Helmutsöd liegt wo? 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 Helmutsöd, okay. Okay, Wagner, ja, Wagner, ja. Was suchen Sie? Meine Bitte ist sehr spät. Was suchen Sie wirklich? Okay, wissen Sie was? Ich bin gerade auf meiner Geburtstagsfeier. Ich gebe Ihnen meine rechte Hand. Warten Sie. Ich gebe. Ja, freilich. Aber. Warten Sie mal, bitte. Was ist denn bitte der Schreiber? Ja. Wagner aus Helmutsöd. Den kennen wir eh. Den kennen wir eh. Ja, Herr Wagner, wie jung sind Sie denn? 78. Was stellen Sie noch vor? Was haben Sie für Inserat gelesen? Okay, ja. Okay. Ja, aber es ist schon sehr spät. Was haben Sie denn jetzt vorgestellt um die Zeit? Was haben Sie denn vorgestellt um die Zeit? Ja. David mit 72. Nein. Jetzt gibt es überhaupt keine Nummer von der Maria. Nein. Schauen Sie, ich bin ein seriöser Partner. Ich kann nicht jetzt Ihnen. Ich kenne Sie nicht. Nein, ich kenne Sie nicht. Ich kann nicht Ihnen jetzt eine Nummer von einer Dame durchgeben, wenn ich Sie nicht kenne. Ich weiß nicht, was er genau will. Ich rufe morgen um 12 Uhr an, wenn er sagt, okay, um 16:45 bei mir. 13 Uhr haben wir einen Termin da in Linz. 14:15 Uhr fertig. 16:45 Uhr ist optimal aus in Linz. Dann treffe ich mit ihm, wenn er möchte. Ja. Aber ich muss irgendwann mal für mich selber anfangen zum Aussortieren. Ja, weil es gibt sehr viel, du weißt ja, was Scherzkekse, ja, mal gewisse Uhrzeit. Peter Treichl möchte dem Geburtstagskind eine Einlage widmen. Tanzen und Singen sind seine Mittel zum Stressabbau, sein Ventil für 7 Tage harte Arbeit.
Mit seiner Show erfreut er seine Zuschauer, aber nicht nur, er schockiert sie manchmal auch. Enthemmt durch Alkohol und Schlagermusik gibt Peter alles. Peter Treichl war vor einigen Jahren mit einer Prostituierten verheiratet. Damals war Treichl angeblich Millionär und ehelichte seine Braut nach nur 3 Wochen. Doch Treichl und seine Frau sind nicht lange glücklich geblieben. Die Ehe wurde nach nur 3 Monaten geschieden und endete in einem Rosenkrieg. Auch ein Schloss soll der Agenturchef einmal besessen haben. Mittlerweile ist nicht nur das Geld weniger geworden, sondern auch die Liebe. Peter Treichl ist schon seit längerem alleine. Herr Dreckel, haben Sie sich überlegt, ein zweites Standbein aufzubauen als Typer? Ja, nein, auf den Rhythmus hätte ich, aber das finde ich gar nicht. Zu viel esse ich zu gerne. Nachdem ich keine Frau, keinen Sex habe, verbringe ich meine Abende mit Essen und Trinken. Aber ich mache gerne Einlagen. War schon immer so. Glaubst du, kommt es gut an mit den Damen? Kommt es gut an? Kommt es gut an? Frag mich selber. Ja, natürlich. Kommt es gut an? Am Tag nach der Party sind die Partnervermittler wieder in Österreich unterwegs, um sich um ihre Kunden zu kümmern. Dabei gehört es auch zu ihren Aufgaben, den Leuten Gehör zu schenken und sich ihre Schicksale anzuhören. Die beiden arbeiten bereits seit 20 Jahren miteinander und betreuen gemeinsam 3 verschiedene Partneragenturen. Eine für christliche Vermittlung, eine gehobene, niveauvolle und eine Schiene speziell für Senioren. Petra und Peter haben einen Termin bei einer 50-Jährigen, die sich ihren Traumpartner wie einen Hollywoodstar vorstellt. So schöne Blumen haben wir da. So drüber im Film. Schön, schön. Grüß Gott. Frau Killing, grüß Sie noch gleich, Peter. Grüß Gott. Grüß Sie. Nett, nett haben Sie es da. Ja. Bisschen Luft da. Ja. Heute ist so warm. Wenn Sie bezahlen möchten, gerne, ja. Bitte schön. Ich schnappe mal gleich den. Wo kann man denn Sie mit da rüber sitzen? Hier. Genau. Warum ist so? Sie haben spezielle Vorstellungen, hat man den Peter schon gesagt, oder? Ja. Was Richtung. Richtung Herren geht. Ja, schon bestimmt. Eine, was war das für eine spezielle Mischung? Was haben Sie da, haben Sie da gesagt? Zwischen? Zwischen George Clooney, ja. Falco und Richard Gere. Oder Richard Gere. Eine gesunde Mischung aus genau, genau. Ja. Und wenn nehmen wir vom Alter jetzt her? Richard Gere und Falco, wie damals war, George Clooney. Das heißt um die. Wie ist er denn überhaupt? Genau. 50 plus. 50 ich glaub, plus, ja. Glaube ja. Genau. Das passt gut zu wissen. Gleich, ich glaube, plus minus, oder? Vom Alter her, wie Sie sagen, plus minus 1, 2, 3. Mhm. Ja. Wir versuchen natürlich schon immer, dass wir Gleiches mit Gleichem zusammenbringen. Also, wenn wir attraktive Leute haben um die 50, dann suchen wir auch einen dementsprechenden Herrn. Ja. Sie selber sind ja verwitwet, ist Ihnen das recht wichtig, jetzt der Familienstand? Ich meine, in der Regel ist ein Herr, wenn man bei dem Alter 50 plus minus bleiben, verwitwet oder geschieden. Ja. Aber ich glaube, das können wir uns offen lassen, das Familienstand. Das ist ganz. Was mir halt sehr wichtig wäre, geschieden, dass er wirklich komplett mit allen abgeschlossen hat. Mhm. Also offen. Also wirklich frei. Haben Sie da schon negative Erfahrungen gemacht? Jein. Wieso jein? Ja. Schon. Also es wurde dann anders entschieden. Das heißt, der Herr ist dann wieder zurück zu seiner Frau gegangen? Genau. Also dadurch wäre mir halt das wirklich sehr wichtig, dass das alles erledigt ist. Mhm. Mhm. Emotional, rational. Okay. Man kann nicht immer reinschauen in die Leute, aber grundsätzlich sind die Leute also frei und offen. Und ich frage immer ihn, sind Sie ja schon so weit, sind Sie wieder offen für eine neue Partnerschaft? Ja. Schon. Wie lange sind Sie jetzt schon nah eigentlich? An und für sich? Ja, schon eine Zeit lang, glaube ich. Ein Jahr ungefähr. Mhm. Circa ein Jahr, ja. Circa. Nein, ich glaube, ein persönliches Treffen ist das Allerwichtigste. Wo haben Sie denn bis jetzt geschaut, um Männer kennenzulernen?
an und für sich eher im Lokalen und so, oder was ich beim Sport und so. Aber es ist im Grunde genommen in einem Lokal, es wird sehr viel geredet. Und man, was ja noch bei mir ist, ich trinke fast keinen Alkohol. Und dem Moment, wo halt jemand sagen wir, ein bisschen mehr getrunken hat, ja, dann ist alles ganz locker. Und in Wirklichkeit schaut es aber ganz anders aus. Und beim Sport, ja, reinst. Und ich meine, im Grunde genommen hat er vielleicht eine Frau mit drei Kindern zu Hause, ja? Macht den Auslauf. Also das sind eben so Sachen. Und dadurch habe ich mich eigentlich für das entschieden. Ich meine, ich habe sehr lange gekämpft mit mir, aber ich denke, ja. Ich meine, es waren schon welche, man, das hört jetzt übertrieben an, einige dabei, die wirklich, wenn man gedacht hat, ja, da könnte es funktionieren, nur sie haben sich halt dann anders entschieden. Das heißt, das war öfter das Problem, das... Zweimal das Problem, ja. Weil ich weiß den Grund nicht, bis heute nicht. Und auf diese Art und Weise versuche ich eben, einen neuen Partner zu finden. Werden wir uns wieder verabschieden. Hineinschlupfen. So. Ich freue mich auf unser nächstes Telefonat, weil da werden Sie mir schon berichten, was sich getan hat, was aus den ersten Rendezvous, aus den Gears, aus den Richards, aus den Clunis und Falkos herausgekommen ist. Hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich für das Vertrauen. Dankeschön. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Bis bald. Danke. Gut, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Ja. Obwohl Peter Treichl beruflich hunderte Frauen im Jahr trifft, ist für ihn seit 2 Jahren niemand besonderer dabei gewesen. Nur beim Schlagersingen mit seinen Freunden im Stammlokal findet Peter sein Glück. Immer wieder hat er zwar vorübergehende Liebeleien mit Frauen, doch bis jetzt war ihm die Arbeit immer wichtiger. Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal verletzt. Ich bin mit dir so hoch geflogen. Doch der Himmel war besetzt. Ist Ihnen sowas schon mal passiert, wie der Text in dem Lied? Ich wäre mit dir so hoch geflogen, ja. Ja, ja. Ich bin mit allen hochgeflogen. Eigentlich fliege ich jeden Tag hoch. Aber haben Sie auch schon Liebesenttäuschungen erlebt? Ja, natürlich, ja. Wobei ich glaube, meistens die anderen enttäuscht waren. Warum? Weil ich 7 Tage in der Woche, weil ich kein Workaholiker bin. Und jetzt da in Wien bin ich in Salzburg bei der Partnerin, die eigentlich schon immer da ist. Die mittlerweile in New York ist, das wäre unser geplanter Urlaub gewesen. Ich bin jetzt noch allein auf New York geflogen. Was ist es da mit meinen verrückten und lustigen Jungs? Wir haben unsere Kunden getrennt. So wie alle Exen. Mit einer Ex, mit der ich 8 Jahre zusammen war, war ich 2 Jahre später der Trauzeuge. Mit anderen war ich 7 Jahre zusammen. Die habe ich zum Trauertal geführt vor 2 Jahren. Ja. Ja. Es ist wie beim Arzt. Der Arzt kann alle anderen helfen, nur selber operiert oder das Jahr nicht. So ist bei mir. Ich führe sämtliche Leute zusammen auf die Anzeige, ist halt schwer. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Ob Peter Treichl jemals die ewige Liebe finden wird, ist ungewiss.